ich hoffe, Sie haben das alles gut hören können und auch gut verstehen können. Die paar Bilder, die dabei waren, waren auch die Worte des Redes von Gustav Noskes, waren darauf geschrieben, damit man sie gut lesen konnte. Es ist mir sehr wichtig zu betonen, wie Worte wie wirsche Bestialität, Bestien in Menschengestalt, Morde und Plundern, die Orgien feiern. Solche Wortbegriffe sind mir sehr wichtig. Das ist ein Kult der Gewalt. Das ist eine Gewaltkultur am 9. März 1919, die aus meiner Sicht einen Wendepunkt in der Gewaltgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert darstellt. Ich werde zurück zu diesen Fragen, also zu dieser Argumentation, es wird zurückkommen und sicherlich werden wir darauf diskutieren können. Aber jetzt möchte ich kurz beschreiben, in den paar Tagen zwischen dem 9. März 1919, als Gustav Noske dieses Schießbefehl ausgerufen hat, und der 13. März 1919, als er es bei der Nationalversammlung in Weimar rechtfertigt hatte. Ich will ein paar Beispiele geben, wie es eingesetzt worden ist in den Straßen Ost-Berlins. Das ist natürlich kein leichtes historisches Forschungsprojekt, da standrechtliche Entschießungen lassen normalerweise wenig Quellen, oder die Quellen, die da sind, sind schwer zu finden. Aber ein Mann, den wir viel zu danken haben, ist ein Arbeiter namens Alfred Musik, ein Ost-Berliner. Er wurde am 12. März verhaftet mit 5 anderen Männern. Er wurde zu einer Schule in Ost-Berlin gebracht. Die Schule war der Militärstützpunkt der Freikorpssoldaten. Dort war er ausgewählt, wahrscheinlich weil er den falschen Papieren dabei hatte. Also es war etwas das Grund, weshalb er von den anderen Männern, mit wem er verhaftet wurde, weshalb er ausgewählt wird, ist ein einfacheres. Die anderen 4 laufen zurück zu ihren Wohnungshäusern. Später sagt es seine Frau, die Frau von Alfred Musik, sobald die anderen zurückkamen und mein Mann nicht, wusste ich, dass er tot war. An diesem Abend, mehrere Stunden nachdem er verhaftet worden ist, haben die Soldaten ihn zur Schillingsbrücke im Osten Berlins gebracht und zusammen mit 5 anderen Männern erschossen. Nachdem die Männer erschossen worden waren, wirften die Soldaten den Männer in den Spree. Musik aber war nicht tot. Er war der Einzige unter diesen 5 Männern, der für kurze Zeit überlebt hatte. Er schwamm in den Fluss und er versuchte sein Leben zu retten und wurde von einem Fischer gerettet und kam zu der Köpenicker Straße. Das ist eine lange Straße parallel der Spree. Dort lauft er verletzt und wurde erkannt von anderen Arbeiterkollegen. Die brachten ihn dann in einem Lokal. Andere Berliner haben diese Männer gesehen und haben sofort die Regierungstruppen informiert, dass dort ein Spartakist unterwegs gewesen war. Natürlich ein Mann, der verletzt war, der nicht zu den Regierungstruppen gehörte, gilt. Spartakist wahrzunehmen. Dann kamen andere Regierungstruppen in den Lokal, haben Musik wieder verhaftet, brachte ihn zurück zu der Schule und schoss ihm einmal wieder. Diesmal hat er nicht überlebt. Später fand seine Frau seinen Körper nach einer nachdem sie lang dafür gesucht hat. Aber weil er das erste Versuch, ihn umzubringen, überlebt hat, ging seine Geschichte nicht unter mit seinem Tod, nicht wie den anderen 4 Männern. Weil er konnte seinen Arbeitskollegen erzählen, was ihm geschehen worden ist, nachdem er verhaftet worden ist, nachdem er in der Schule gebracht worden ist, und er konnte auch erzählen, wie sie ihn an die Brücke geführt haben, wie er dann erschossen wird
und was damit eigentlich mit Gefangenen geschehen worden ist. Seine Frau brachte diese Geschichte an eine Zeitung, die Zeitung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands namens Die Freiheit. Unter den Lesern der Zeitung Die Freiheit waren auch die Militärjuristen der Gard-Division. Also die Gard-Kavallerie-Division, das ist auch die gleiche Division, die die Verantwortung für den Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht und anderen getragen hat. Aber die Juristen haben das gesehen, für was es war, und haben dann einen Prozess angefangen, um den Täter zur Justiz zu bringen. Die Zeitung hat der Täter der Morde als Max Marcus genannt. Max Marcus war ein Kriegsveteran aus Hannover, ein Freikorps-Mitglied seit Januar 1919. Und als die Juristen der Militärjustiz ihm hinterher gefragt haben, haben sie mehr Informationen über ihn erfunden, darunter auch, dass sein Spitzenname der Spartakistenmörder gewesen war. Er hat so viele Menschen geschossen, getötet im März, dass er diesen Spitzennamen bekommen hat. Die haben dann insgesamt 5 Fälle gegen ihn eingeleitet, darunter auch die von Alfred Musik. Ein anderer ging um das Schießens eines Schulmädchens namens Helene Slovek. Das Schulmädchen Slovek wohnte in der Langestraße. Das ist nicht weit weg von der Schillingsbrücke und nicht weit weg von der Schule, wo die Soldaten Alfred Musik am Ende getötet haben. Sie war auch am 12. März in ihrer Wohnung, als ein Soldat, der Soldat Max Marcus, entlang der Straße entlang ging und schreite: Straße frei, Fenster zu. Das Schulmädchen war zu langsam. Sie stand am Fenster und machte den Fenster zu, aber als der Soldat sie gesehen hat, erhob er sein Schießgewehr und schoss das Mädchen tot. Ungefähr 20 Menschen haben diese Mordung gesehen. Sie standen auf der anderen Seite der Straße und sie fangen an, der Soldat zu beleidigen. Sie nennen ihn, was er ist oder was er war. Er dreht rum und drohte das Publikum, dass sie musste sofort aufhören, sonst würde er sie auch alle schießen. Dann, zumindest nach den meisten Berichten, feuerte er einen anderen Schuss in die Straße und tötete gleich 2 Menschen mehr. Der andere war ein älterer Mann, 73 Jahre alt, namens Karl Becker, der später von seinem Sohn gefunden worden ist. Und das gleiche Kugel hat dann auch eine junge Frau namens Erwin Dahle tödlich getroffen. Max Marcus würde am Ende freigelassen. Er wird freigesprochen in allem Falle von politischer Mord. Bekam eine kleine Strafe, dass er eine Jacke aus dem Militärbesitz geklaut hat. Dafür war er juristisch gestraft, aber für den Mordfälle läuft er frei. Und er laufte frei, nicht weil die Juristen ihm nicht nachgefolgt worden sind. Das ist wichtig zu betonen. Die Militärjustiz 1919 existierte. Und wir hätten vielleicht eine ganz andere Meinung von der Militärjustiz und der Gewalt der Freikorps und Regierungstruppen am Anfang der Weimarer Republik, wären wir noch in der Lage, die kompletten Akten aus der Militärjustiz zu studieren. Das konnten wir nicht, weil sie sind alle im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen. Aber es ist wichtig zu betonen, dass 1919 es gab immer noch eine juristische Möglichkeit, Soldaten zu strafen, die Gräueltaten ausgeübt haben. Es war politisch aber unerwünscht. Das ist, was wir betonen müssen. Es war politisch unerwünscht,
dass ein Soldat wie Max Morkus zur Justiz gebracht worden wird, weil das wäre Propaganda für den Kritiker Gustav Noskes. Es wäre ein Sieg der Deutungsschlacht um die Revolution und ob der Revolution unter der Leitung, ob die Mehrheitssozialdemokratie tatsächlich die Arbeitermorde gewesen worden sind, wie sie in der Propaganda von den Spartakusbund und anderen dargestellt worden sind. Noske persönlich hatte Max Morkus geholfen. Sein Rechtsanwalt hat dann auch, und deshalb war es und ist es mir so wichtig, mit diesen Begriffen Bestien und Menschengestalt, mit den Worten Noskes Schießbefehl anzufangen. Der Rechtsanwalt Max Morkus hatte solche Begriffe benutzt, um ihn zu verteidigen. Er hat den gleichen Diskursen, die gleichen Ideen benutzt, um zu erklären, weshalb das keine politische Mord gewesen sind. Und er hat auch dann die Menschen Ostberlins als Bestien in Menschengestalt, als nicht glaubwürdige Witnesses, Zuschauer, Zeugen, danke. Also nicht glaubwürdige Zeugen. Das hat in diesem Fall geholfen, dass Max Morkus freigesprochen wird. Es hat aber auch, das Ganze zeigt uns, wie die politischen Mentalitäten am 19., 11., 12. März, wie heiß sie waren, wie das alle von der Krieg geprägt worden ist, wie es eine Gewaltkultur zu der Zeit, was es für eine Gewaltkultur zu der Zeit gab. Ein anderes Beispiel ist vom Nachmittag des 9. März 1919. Und das sind zwei Gefangene. Die sind als die Galizier beschrieben worden. Also zwei ehemalige russische Kriegsgefangene, die am 9. März 1919 verhaftet worden sind, unter dem Verdacht, dass sie etwas geplündert haben. Sie wurden in der Zellengefängnis in Moabit reingebracht und dann von einem Haufen Soldaten brutal tödlich erschlagen. Einer der Soldaten hat die Männer so oft geschlagen, dass er sein Schießgefährt kaputt gemacht hat, während dieser tatsächlichen Orgien der Gewalt. Später erklärten dass die Zuschauer und Beteiligten an diesem Gewalt, dass die waren ganz erregt wegen der Nachrichten, dass die Spartakisten die Beamten in Lichtenberg brutal ermordet hatten am 9. März 1919. Wer die Geschichte der Schießbefehl nicht kennt, der Schießbefehl, ich habe Angst, dass du irgendwas damit zu machen, aber wer diese Geschichte, der Schießbefehl am 9. März, ich betone, der Grausamkeit und Bestialität des Gegners, das sind die Worte Noskes, die zwingen ihn zu diesem Befehl. Der Grausamkeit und Bestialität, er sprach von einer Gräueltat, der angeblich stattgefunden hat am 9. März 1919, und das ist der berühmte Lichtenberger Polizistenmord. Das würde an der Titelseite der Berliner Zeitung am Mittag, am 9. März, steht da: Die Polizisten sind brutal erschlagen von den Spartakisten in Lichtenberg. Ein Gräueltat in der Maß, wie es in der Presse beschrieben worden ist, am 19., 11. März 1919 in Lichtenberg, hat nicht stattgefunden. Was stattgefunden hat, sind die Beamten sind einfach geflohen, nachdem Rebellen die Beamten und Polizeistationen angegriffen haben. Die Rebellen oder die Aufständischen haben das gemacht, weil sie wollten den Waffen von den Polizisten klauen oder sie wollten den Waffen bekommen. Das war der Straßenkampf. Es gab einen Straßenkampf. Es war eine revolutionäre Lage. Das muss man betonen. Aber eine Gräueltat, in dem
50 oder 80 oder 100 Menschen brutal erschlagen worden sind, nachdem sie sich ergeben hatten, das fand nicht statt. Es war eine Falschmeldung. Der Schießbefehl wurde eingeführt aufgrund eines Falschmeldungs. Historiker sind relativ einig, dass diese Falschmeldung auf dem Konto von Waldemar Pabst zu finden ist. Waldemar Pabst ist der, der die Verantwortung trägt für den Mord an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Der war eine wichtige Figur der Konterrevolution in Deutschland. Und in den 50er Jahren und 60er Jahren hat er dann vieles geschrieben, was er damals alles getan hat. Und bei seinen Erinnerungen, die niemals veröffentlicht worden sind, betont er, dass er diese Falschmeldung lanciert hat, um Noske zu erzwingen, den Schießbefehl zu erlassen. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir das alles glauben können, weil ich habe die Erinnerungen von Herr Pabst gelesen und bin voller Skepsis gegenüber alles, was drin steht. Das ist alles in den 50er Jahren geschrieben worden. Er wollte es veröffentlichen, aber damals gab es nicht so viele rechten Verleger und die haben ihm keiner hat ihm die Gelegenheit angeboten. Und vieles, was drin ist, ist demonstrativ falsch. Wir wissen aus anderen Quellen, dass es falsch ist, dass er war nicht da und hat das nicht gemacht an dem Tag. Und er macht sich zu einer zentralen Figur in einer Art und Weise, dass die Realität nicht entspricht. Ich vermute, dass die Ursprünge des Schießbefehls gehen eher auf geruchte Falschmeldungen und die gesamte Lage in einem Augenblick des Gewaltes kommt es immer wieder zu neuen Geruchten. Ängste brennen wie Feuer aus. Die Angst prägt alles. Und in dieser Art und Weise ist es durchaus möglich, dass diese Geruchte entstand geworden ist und dass es eigentlich als Geruch, dass der Schießbefehl eigentlich aus ein Beispiel, vielleicht das allerwichtigste Beispiel von der Macht der Geruchte in der Revolution 1918-19 gewesen ist. Das führte natürlich zu einem politischen Kampf. Die Bedeutung des Schießbefehls, ob ein Minister in der Lage sein soll, das Recht auf das Leben der Bürger zu entnehmen. Wir haben gehört, am Ende seiner Rede hat Gustav Noske gesagt, auf juristischen Teufeleien gehe ich nicht ein. Die Staatsnotwendigkeit gebot, so zu handeln, dass so rasch wie möglich wieder Ruhe und Sicherheit hergestellt werden. Praktisch umgesetzt, er hatte sagen können, ich pfeife auf das Gesetz. Anderen waren nicht der Meinung. Anderen haben ihn kritisiert, sogar auch aus Staatsministerium, juristischen Kreisen. Offentlich haben sie das nicht gesagt, aber im Privat haben sie doch geschrieben, das geht nicht, das passt zu den Gesetzen nicht, das können sie nicht machen. Deshalb sind solche Bilder so wichtig. Dieses Bild ist ein Teil eines Propagandablatt, der unter der Regierungstruppen März 1919 weit zirkuliert worden ist. Das ist sehr einfach zu finden. Man findet Kopien von diesem Bild in Archiven in Berlin, in Freiburg, in Karlsruhe, in München. Und das zeigt, wie weit es verteilt wurde. Es ist Teil eines Propagandablatts mit dem Ziel, den Schießbefehl zu rechtfertigen. Wir wissen nicht, wer diese Männer sind. Wir wissen nicht, wer dieses Foto gemacht haben. Wir wissen nur, dass es zirkuliert wurde unterhalb der Regierungstruppen
als eine Botschaft an die Regierungstruppen. Wenn sie zum Gefangenen der Spartakisten wird, so endet das Leben. Denn unser Gegner ist ein brutaler Gegner. Wieder, ich muss es betonen, die Körperlichkeit ist so zentral zu diesem politischen Moment. Diesem politischen Moment der Radikalisierung, ein Augenblick, in dem der Körperlichkeit, in dem der Gewalt würde dargestellt durch die Verletzung der Körper. Deshalb ist es so wichtig, dass die Männer oben nichts anhaben. Noch ein Bild, der mittlerweile ein bisschen bekannter geworden ist, auch aus der Zeit März 1919. Die Worte sprechen für sich. Die Explosion einer Fliegerbombe in der Linienstraße fordert mehrere Todesopfer. Es ist wieder ein Beispiel für wie März 1919. Warum es wichtig, finde ich, diese Augenblick als einen Wendepunkt der Gewaltgeschichte zu interpretieren ist. Das ist das erste Mal, dass Fliegerbomber Menschen in der deutschen Hauptstadt getötet haben im 20. Jahrhundert. Statt zu schreien, nein, das müssen wir nicht zulassen, haben die politischen Verantwortlichen zu der Zeit Erklärungen gebracht und benutzt, um zu sagen, wir hatten das machen müssen, oder um zu sagen, das waren die Spartakisten, die das gemacht haben. Unser Gegner hat das gemacht. Es war wieder ein Beispiel von der Entmenschlichung des Gegners im März 1919. Das Endpunkt dieser Gewaltkultur ist eine Glorifizierung der Ordnungstruppen. Hier sieht man, das ist eine Postkarte, dieses Bild. Entschuldigung. Ich arbeite von zwei Bildschirmen momentan. Ja? Also das ist eine Postkarte. Die Glorifizierung der Regierungstruppen. Da stehen sie im Osten Berlins mit einer Flammenwerfer. Dieses Bild ist ganz deutlich erkennbar, dass das nicht lebendigen Kampf genommen worden ist, sondern dass sie da eine Weile gestanden haben, um dieses Bild richtig gut zu machen. Es ist ein Pose. Aber man sieht ganz klar, dass der Flammenwerfer zentral ist und das sind die Regierungstruppen. Das sind die Männer, die der Gesellschaft von der bedrohenden Gewalt schützen werden und können. Und das ist eine zentrale These meines Buches. Das ist, um zu verstehen, was zu diesem historischen Moment im Frühling 1919 stattgefunden ist, mussten wir auf die Ängste der Gesellschaften hineingucken. Wir mussten die Ängste verstehen. Die Ängste, dass man selber Opfer von brutalem Gewalt wird, hat eine Lage geschaffen, in der die vielen Menschen die brutalen Gewalt der Regierungstruppen unterstützt haben. Also wir wissen, es ist ein sehr wichtiger Spruch, also dass die Regierungssoldaten, dass wir mehr Maschinengewehr haben als Liebknecht, ist der Botschaft des Winters 1918-19. Oder ab Mitte Dezember, das ist der Botschaft der Lage. Das ist immer wieder, es wird immer wieder betont, wir haben mehr Maschinengewehr, mehr Waffen, wir würden die Ordnung wiederherstellen, egal was es kostet. Deshalb, ich nenne das Gewalt, was wir gerade gesehen haben, eine Art Staatsgründungsgewalt. Nach den vier Jahren der Kriegesjahren und nach der Revolution, nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs, nach dem all dem, was der Gesellschaft zu der Zeit gelitten hat, mit der Bedrohung, dass es zu einer Bolschewisierung Deutschlands kommen konnte, waren viele Menschen einfach bereit zu sagen, wir brauchen eine Schutzmacht. Wir brauchen es, dass der Staat zeigt, dass er es in der Lage wird, die Ordnung zu etablieren. Staatsgründungsgewalt. Das ist kein besonderes deutsches Phänomen.
Das ist etwas, was wir in der modernen europäischen Geschichte immer wieder finden, vor allem immer wieder nach dem französischen, deutsch-französischen Krieg von 1871 ist es ganz klar, was die französisch-republikaner gegenüber der Pariser Kommune machten. Das war Staatsgründungsgewalt und es war viel brutaler, als was die Republik, was die Staatsgründer der Weimarer Republik gemacht haben. Ich will das betonen, weil es wird mir manchmal vorgeworfen, dass ich bin irgendein Anhänger von einem deutschen Sonderweg und ich bin absolut, das ist absolut falsch. Ich will eigentlich sagen, das ist, wenn es einen Sonderweg in der Gewaltgeschichte gibt, das ist, dass der Kaiserreich ist eigentlich unter den Städten Europas um 1900 der least violent states unter den europäischen Staaten. Ja, der Kaiserreich, es gibt viele Fantasien auf der rechten Seite. Ja, wir müssen den Revolutionär irgendwann mal erschießen, wir müssen den Maschinengewehr nutzen. Diese Fantasie ist da. Aber wenn man nach Taten hinterfragt, was waren die Gewalttaten des Staates gegenüber protestierenden Arbeiter zwischen 1900 und 1914, dann sieht man, dass der Kaiserreich war nicht in der Lage, seine eigenen Gewalt anzuwenden gegen seine eigenen Zivilisten, wie es zum Beispiel den frühen italienisch wiedervereinigten Italien oder wie es in Frankreich der Fall gewesen ist. Wenn man schaut nach Hamburg 1906 oder zum sogenannten Moabiteraufstand 1910 oder zum Saarbrücken-Affäre 1914, man sieht in alle diese drei Beispiele, wie stark der Kritik war, sobald der Staatsmacht irgendeinen Gewaltvorstoß gemacht haben. Bei der Saarbrücken-Affäre stirbte sogar niemanden. Und trotzdem war es eine Affäre, es war ein politischer Skandal. Das hängt an den Besonderheiten der deutsch-französischen Beziehung. Aber bei der Moabiteraufstand 1910, es war ganz klar, dass der Charakter der Staatsgewalt brachte der Staatsmacht unter die Lupe und es war ein wichtiger Faktor für den Zuwachs der Sozialdemokratischen Partei in den Jahrzehnten vor 1914. Und deshalb kann man auch sehen, dass 1914 ist so ein Schlüsseljahr. Wenn man 10 Jahre rückwärts guckt, man sieht, die Kapazität des Staates, um Gewalt zu nutzen gegen die eigene Bevölkerung, nimmt zu. Und ab 1914, nee, nicht nimmt zu, es ging zurück, true. Aber ab 1914, dann wird es etwas größer. Und 1919 ist ein Moment, in dem es beschleunigt wird in den ersten 3 Monaten. Eine einfache Erklärung für das alles wäre, es ist der Kriegsgewalt und der Kriegsgewalt ist in diesem Augenblick im März 1919 zurück auf deutschen Boden gekommen. Und es gibt ein großartiges Problem mit dieser Erklärung. Und deshalb ist mir Kiel so lieber. Weil die Revolution hier in Kiel, und ich will das jetzt für den heutigen Publikum nicht erklären müssen, wir wissen am 3. 4. November 1918, was in Kiel geschehen worden ist. Wir wissen am 5. November, wie die Lage in der Stadt gewesen ist. Wir wissen, dass als das kaiserliche Marine und die kaiserlichen Militärs die Kontrolle über die Stadt verloren hat, es kam zu keiner Gewalttat. Es kam zu keiner revolutionären Gründungsgewalt, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise vergleichbar ist mit was im März 1919 geschehen worden ist in Berlin. Wir wissen, dass in diesem Moment in Kiel, es hatte zu solche Rachakte kommen können. Wir wissen, dass es Matrosen haben, die Leben verloren haben. Wir wissen, was am 3. November geschehen worden ist. Wir wissen, dass Admiral Souchon festgenommen worden ist in der Nacht vom 4. bis zum 5. November, dass er als Geisel genommen worden ist.
Wir wissen, dass es diese Schießereien in Kiel am Mittag des 5. November gewesen sind. Wir wissen, dass es viele Offiziere in der Stadt gewesen sind. Wir wissen, wie es einfach ist, das zu vergleichen mit der Revolution unter den russischen Matrosen. Wir wissen, dass es keinen ähnlichen Gewaltszenen gab. Also die Russen haben den Stadtkommandantur getötet in seinem Haus und die haben ihm dann tödlich durch den Stadt also gebracht und ihm dann stundenlang, nachdem er schon tot war, haben sie immer seinen Körper immer noch mehr verletzt. Und das war eine politische Botschaft der Revolutionären, um zu zeigen, es ist Revolution. Wir haben den Kommandantur getötet. Wir zeigen seinen Körper. Wir bringen diese Botschaften an alle. Eine neue Zeit ist ausgebrochen. Ein Jahr später in Kiel ist es nicht stattgefunden. Stattdessen in Kiel haben die Hitzköpfe die Lage nicht bestimmen können. Es ist ein Augenblick, in dem es war ein Augenblick des Hoffens, in dem man, wenn man genau hinschaut, man sieht, dass es die potenziell eine Radikalisierung der Gewalt gab, dass diese potenziell aber kam nicht durch, weil es gab auch Gegenstimmen. Und das Beispiel, das für mich sehr wichtig ist, ist an der Sparkasse Kiels. Es kommt zu einer Schießerei, ein Mann ist fast tödlich getroffen. Nach der Schießerei wird der Hausmeister weggeführt von bewaffneten revolutionären Matrosen. Die brachten ihn zu dem Gewerkschaftshaus. Dort am 5. November gab es einen Ort von revolutionären Tribunalen. Ich weiß nicht genug über was dort geschehen worden ist. Ich weiß nicht, ob es mehr Quellen gibt oder ob, also ich sehe Herr Kuhl, vielleicht weiß er mehr als ich, ob es andere Quellen gibt, zu wissen, was genau im Gewerkschaftshaus am 5. November stattgefunden hat. Aber wir wissen auf jeden Fall, es gab einen Ort von revolutionären Tribunalen zu diesem Zeitpunkt. Und bei der Tribunale, der Hausmeister der Sparkasse wird da reingebracht und es gab Männer dort, die wollten ihn umbringen. Die sagten, er war verantwortlich für das Toten einige ihrer Kameraden. Als Beweis hatten sie ein altes Gewehr, ein altes Schießgewehr, den sie erfunden haben. Aber in diesem Augenblick haben den kühlen Köpfen die Lage bestimmt. Die haben den Gewehr angeguckt und sagten, das ist ein Gewehr aus dem Deutsch-Französischen Krieg 1871. Das ist seit langem nicht gefeuert worden. Im März 1919 ist das Gegenteil. Der Besitz eines Waffens aus dem alten Krieges, was sehr üblich gewesen ist zu der Zeit, reichte, damit man erschossen werden konnte unter dem Befehl Gustav Noskes. Aber in Kiel am 4. und 5. November ist es ganz klar, es gab einen Diskurs, es gab eine sprachliche Ebene, in der es betont worden ist, der Krieg ist aus, die Tote der Revolution, die es in den letzten Tagen gegeben hat, das sind die letzten Toten des Krieges und die sind gestorben, damit das Sterben aufhört. Das ist ein sehr wichtiger ich finde es sehr wichtig, das zu betonen, weil wir vergessen immer wieder, während des Ersten Weltkrieges, diese Idee, dass der Krieg, sobald dieses Krieg aus ist, kommt es niemals wieder zum Krieg. Das ist eine wichtige Idee, eine machtige Idee in alle europäischen Länder, in alle beteiligten Länder. Und in Kiel am 4. und 5. November und auch bei den ersten Beerdigungen der ersten Revolutionsopfern, sogar Noske ist dabei und sogar Noske sagt etwas Ähnliches. Er sagte, dass diejenigen sind gestorben, damit es zum Frieden kommt. Und damit können wir auch die Bedeutung der ersten Tote in Kiel als ein Versuch, die neue Ordnung zu gründen, als eine Ordnung des Friedens. Der Revolution, wie wir alle wissen, war natürlich, ist es ausgebrochen, damit es kein sinnloses Schlacht bei der Marine mehr geben konnte. Es war eine Revolution gegen den Endkampf. Es war eine Revolution für das Frieden. Zwischen diese zwei Punkte, den 5. November und den 9. März,
haben leider die Hitzköpfe den politischen Kampf gewonnen und sie haben die Lage bestimmen können. Sie haben dann sie haben die Anfangsphase, der Hoffnungsphase der Revolution umgedreht in eine Phase der Gründungsgewalt des neuen Staates. Und manche meiner Kritiker sagen, mein Buch auf Deutsch heißt am Anfang war Gewalt und sollte das eigentlich nicht heißen. Ich muss die vielleicht recht geben, dass im November ist es durchaus möglich, dass ein anderes ist in Zukunft war offen und es musste nicht zu den Gewaltspiralen von Frühjahr 1919 gekommen sein. Es gab ein paar Wochen des Hoffnungs, in denen des Hoffnungs auf eine neue Frieden gleich neben die politische Angst um die Bolschewierungsdeutschland und an Machtübernahme Liebknechts gegeneinander gestanden sind. Und immer in diesem Moment spielten wieder Gerüchte eine sehr zentrale Rolle. Man wusste nicht, was wahr war. Lebte man unter den politischen Eliten in Berlin, hatte man Angst, mein Name ist auf einer Liste. Die Spartakisten haben Listen. Wenn sie an der Macht kommen, sie schleppen uns alle ab. So haben es auch die Russen, so fand in Russland statt. Ja, das waren Gerüchte. Man kann es nicht wissen. Wir als Historiker haben keine Beweise gefunden, dass es Sozialisten gegeben hatten. Aber es ist einfach 100 Jahre später zu sagen, die hätten keine Angst haben sollen, weil die Spartakisten keine starke Macht gewesen sind. Damals wussten sie das nicht. Damals kreiste die Gerüchte rum und man hatte Angst. Man hatte Angst, dass man erschossen werden wird. Und in dieser Lage, die Dynamik der Politik des Straßes und der gesamte europäische Lage, in dem alle wichtigen Staaten östlich von Deutschland noch im Kriegszustand gewesen waren, diese beiden Spiralen haben zusammengewirkt, damit es immer wieder mehr Druck entstanden worden ist, dass es Zeit war, dass die neuen Regierungen endlich mal ihre Macht zeigen werden. Der Wendepunkt ist der 24. Dezember 1918. Ich will kurz zum Schluss kommen, aber ich will noch etwas dazu zu diesem Datum sagen. Dieses Datum ist mir sehr wichtig. Am 23. Dezember 1918 kommt es zum Schießereien unter den Linden. Matrosen von der Volksmarinedivision, zwei davon werden tödlich erschossen. Wahrscheinlich sind sie von kontrarevolutionären Offizieren erschossen worden. Die Offiziere haben wahrscheinlich aus einer Panzerauto geschossen. Ich sage wahrscheinlich, weil die vielen Berichten zu all den Ereignissen dieses Tages sind voller, die bieten so viele Fragen an, was wahr ist, wer hat gelogen, wer hat warum gelogen. Und also man muss sehr vorsichtig mit solchen Quellen arbeiten. Aber wir können sicher sein, dass die Männer am Ende tot waren. Und dass ihr Kameraden waren natürlich richtig sauer drauf. Sie gingen nach dieser Schießerei direkt zum Reichskanzleramt, zur Reichskanzlei. Sie nahmen Ebert und den anderen fest und sie waren in der Lage, dies zu tun, weil es war der Volksmarinedivision, war der Sicherheitstrupps der Reichskanzlei. Aus der Sicht Eberts, seine Schutzmänner haben ihn plötzlich festgenommen. Wie lange er festgenommen worden ist, ist nicht genau klar aus den Quellen, aber dass er festgenommen worden ist, reicht schon genug, dass es eine neue politische Lage geworden ist. An dem Abend kamen mehr Banden, bewaffneten Männer, die alle aufeinander schießen wollten. Also auf der einen Seite gab es Mitglieder der Volksmarinedivision, auf der anderen gab es Soldaten
den ehemaligen Gardedivision oder der Gardedivision. Und diesen Abend sprach Ebert diese Banden an und sagte, und ich habe den Zitat nicht richtig genau im Kopf jetzt, aber er sagte etwas so wie: Schieß aufeinander nicht, so viel Blut ist im Weltkrieg geflossen, wir haben so viel Blut verloren, lass es nicht zum Bruderkampf kommen. Das entspannt die Lage vor der Reichskanzlei. Um die gleiche Zeit, vielleicht etwas früher, vielleicht etwas später, es kommt darauf an, welche Quellen wir glauben, gingen andere Mitglieder der Volksmarinedivision zum Otto Wels, der Stadtkommandant Berlins, der berühmten Otto Wels, der diese wunderbare Rede 1933 gehalten hat. Und sie nahmen Otto Wels fest. Sie brachten ihn zum Schloss. In vielen der alten historischen Wirken zu diesem Zeitpunkt, es wird betont, dass dieser Streit ging um die Lohnung der Volksmarinedivision. Und ich als Gewalthistoriker, ich muss es kritisch ansehen. Das ist sicherlich ein Teil der Geschichte, aber meiner Erachtens nach ist es sehr viel wichtiger, dass zwei Matrosen erschossen worden sind am 23. Dezember. Das hat die Lage hochgepusht. Nicht, dass die Lohne nicht bekommen haben. Mit Wels als Geisel war die Lage eine andere. Und in der Nacht von dem 23. bis zum 24. Dezember würde der berühmte Bund zwischen Ebert und Gruner zu einem neuen. An dieser Lage gab Ebert das grüne Licht an den OHR, dass sie gegen den Matrosen losschlagen konnte, mit kriegerischem Gewalt. Und so um 8 Uhr morgens am 24. Dezember wachte man in Berlin auf wegen des Geräusches von Artillerie. Artillerie wurde gefeuert in der Stadt. Nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal mit Wucht. Also ich meine, demonstrativ wird Artillerie gefeuert, aber mit keinem heißen Ziel. Das war das erste Mal, dass Rauch über das Zentrum Berlins in die Luft hochgegangen ist, wegen eines militärischen Kampfes. Und das alles sogar am östlichen Ende von Unter den Linden, am Lustgarten, vor dem Berliner Dom, am Schloss, am Marsch da, mit Friedrich der Große Hintermann. Also ein symbolischer Ort hat es nicht geben mehr. Symbolischer Ort hat es nicht geben können als dieser Ort. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir betonen, was an dem Tag geschehen worden ist. Ich sage mal das so, das wäre wie heute in London, wenn ISIS plötzlich die Macht hatte am Buckingham Palace. Ja, das ist mein Beispiel von der Welt ist, Revolution ist schon eine Zeit, in der alles umdreht. Aber in diesem genauen Moment, am 24. Dezember, ist es alles so, außer die Welt ist so umgekehrt geworden, weil die Volksmarinedivision, die Repräsentanten der Chaos aus der Sicht der bürgerlichen Milieus und aus der Sicht vieler sozialdemokratischen Milieus, die haben den Schlag gewonnen. Die haben den Gardedivision eine Niederlage erzwungen. Die hatten das machen können, weil es ist einfacher, ein Gebäude zu verteidigen, als eine Gebäude einzunehmen. Das ist, der Kriegstaktik hat nicht gut geklappt im Zentrum von Berlin. Der Kommandantur der Gardedivision, der die Verantwortung getragen hat, heißt General Lequise. General Lequise war ein Veteran der Kolonialkriegen, war ein Veteran des Ersten Weltkrieges und am Abend des 24. Dezember musste er es erklären, weshalb seine Gardedivision ein paar Matrosen aus dem ehemaligen kaiserlichen Schloss nicht zwingen konnte, diesen Schloss zu verlassen. Und er sagte die Vossische Zeitung, dass es gab eine Menge Zivilisten, die
in den Zähne geraten worden sind. Er sagte, meine Soldaten waren im Sieg, aber dann kamen eine Menge Zivilisten und die hat uns erzwungen, das Schießen aufzustoppen, also aufzuholen. Er sagte, meine Soldaten schießen auf Frauen und Kinder nicht, deshalb sind wir gescheitert. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz von einem Militärsdeutschland, also dem Kaiserreich mitten in der Revolution. Meine Soldaten schießen auf Frauen und Kinder nicht, deshalb sind wir gescheitert. Er ging dann zu diesem Zeitpunkt, kurz danach, er ging nach General Groner, sein Chef, und er wird befeuert. Also sein Name war mit Blamage verbunden für das Rest seines Lebens. Der kaiserliche General, der einen Schlacht gegen Matrosen verloren hat, am ehemaligen kaiserlichen Schloss. Bevor er befeuert worden ist, empfehle General Groner, dass die neuen Militärs in der neuen Republik von der Polizei lernen sollen. Sie sollen von der Polizei lernen, wie man der Staatsmacht unterstützen kann an Orten, in denen es deutsche Zivilisten gibt. Und er schlägt vor, dass die sogar Gas nutzen sollten, nicht also etwas wie Tranengas, was wir heute erkennen können als polizeiliches Mittel, um Ruhe und Ordnung zu etablieren. Er war nicht der Einzige, der Vorschläge gemacht hat, wie man den Staatsmacht unterstützen konnte in dieser Lage. Und die anderen haben vorgeschlagen, dass man mit Maschinengewehren vorgehen sollte und dass man auf den zivilistischen Mengen schießen musste, dass man bereit sein musste, in die Menge zu schießen, nicht oben, nicht auf der Menge, sondern in die Menge. Und zwischen diesem Punkt am 24. Dezember und der Einmarsch der Regierungstruppen in München am Ende April ist diese Doktrin, also diese Idee zum Doktrin geworden. Die Regierungstruppen, als sie in München einmarschieren wollten, waren unter strengstem Befehl. Wer nicht bereit ist, in einer Menge Gegner zu schießen, der wird vor ein Sonderkriegsgericht kommen. Das ist ein strenges Gesetz. Es ist wichtig aber zu betonen, ungefähr 30.000 bis 35.000 Soldaten marschierten in München ein. Auf dem Blatt Papier steht, man muss so handeln. Ob die alle so gehandelt haben, ist aber ein anderes Ding. Das ist sehr wichtig zu betonen, wenn man kann. Ich habe auch in britischen Archiven dazu geforscht, zu fragen, wie war es bei den britischen Militärs zu gleichen Zeitpunkt, zur gleichen Frage. Und im Krieg zwischen Großbritannien und Irland standen in den britischen Militärdokumenten, also jedes einzelne Patron, Bullet, man muss erzählen für jedes einzelne gefeuerten Patronen. So steht es in der Militärdoktrin. Man weiß, dass was da oben in den Doktrinen und unter den Befehlen geschrieben worden ist und was getan worden ist, sind manchmal sehr oft an unterschiedliche Dinge. Ja, die waren auch keine Engel, aber die Militärkultur war anders. Aber zurück zum Gründungsgewalt der Weimarer Republik. Weshalb ist das, diese Geschichte sehr wichtig zu betonen? Aus meiner Sicht, es ist, den Gewaltspiralen können wir nicht erklären, ohne diese unterschiedlichen Sichten zu analysieren. Der eine ist in Ideen, politischen Kulturen, Sprachen, Kultur, Ideen, wer ist der Gegner, was ist der Gegner, was sind diese Bestien in Menschengestalt, wie hat man eine Lage geschaffen, in der Zeitungsschreiber, Zeitungsherausgeber bereit waren, anderen Menschen aus ihren eigenen Nationen als Bestien zu beschreiben. Das ist eine neue Entwicklung, das ist ein Hass auf den Arbeiterklasse, das muss man gleich erklären, analysieren. Das ist auch sehr wichtig zu betonen, dass alle diese Entwicklungen waren sehr stark von dem russischen Bürgerkrieg beeinflusst. Ohne so weit zu gehen, zu sagen, dass alles ist durch den russischen Bürgerkrieg zu erklären, das ist es auch nicht. Es gab auch eine Radikalisierung unter den Militärs, was die Soldaten machen sollten, was sie machen mussten. Und es gab auch eine Verbindungslinie zwischen all diesen unterschiedlichen Faktoren und das ist die Leitung der Mehrheitssozialdemokratischen Partei an der Regierung. Und
ich glaube, man sollte 100 Jahre später auch bereit sein, dass das ist die historische Realität. Wir beleidigen den Ruf von keiner politischen Partei, wenn wir das sagen. Im Gegenteil, wir zeigen eine Historisierung aus. Das ist, wie gesagt, keine besonderen deutschen Phänomene. Das sind Staatsgründen, Gewalt nutzen, um den Staatsmacht zu zeigen. Das hatten sie auch machen müssen. Wir mussten es auch erinnern, dass die 75% der Wähler am 19. Januar haben für ein liberales Parlamentssystem gewählt. Es ist natürlich eine Frage, ob das möglich gewesen wäre, den Gegnern zu besiegen, ohne den Gräueltaten zu erlauben. Ob ein Militärjustiz unter einer anderen politischen Leitung in der Lage wäre, den Staat etablieren zu können, ohne den Gräueltaten zu normalisieren. Was wäre geschehen, wenn am 11. Januar, nach dem ersten Sieg der Regierungstruppen, nachdem das erste Mal des Gefangenen ermordet wurden von Regierungstruppen, darunter auch eine deutsche Jude, was wäre, wenn die Sozialdemokratische Partei es gesagt hatte, die Täter mussten die Zähne büßen für diesen Gräueltat. Wir konnten es nicht erlauben, dass den Militärs nicht nur ein Staat in sich gewesen geworden ist, sondern dass die Militärs den Recht respektieren mussten. Wir konnten es nicht sagen, nicht antworten, wie es hatte anders sein können. Wir sind natürlich nicht in der Lage, zurückzugehen und zu fragen, wie hat es anders sein können. Aber in der heutigen Welt sind wir in der Lage zu fragen, wie hat es anders sein können. Und ich habe gesagt, Straße frei, Fenster zu, um das Mord von einem Schulmädchen zu beschreiben. Und das ist ein Zitat von meinen guten Freunden aus Berlin, die verantwortlich sind für die Erinnerung an die Revolution 1918-19. Und ich sehe das als geschmackslos, so einen Satz so zu nutzen. Ja, sie wollen, dass die Erinnerung von der Gewalt und von der Radikalisierung weggelenkt wird, dass alles nur des positiven Teil der Gründung der Weimarer Republik erinnert wird. Ich habe nichts gegen die Weimarer Republik. Ich glaube nur, dass wir sollten in der Lage sein, alle seine Teile zu erkennen. Seine Gründung der Gewalt am Anfang der Republik und auch andere Aspekte. Aber ich bin der Meinung, dass ein solcher Satz ist ein Beispiel für wie einigen, diejenigen, die den Revolutionsereignissen organisieren, diese Meinung nicht teilen, sondern die wollen das Gegenteil. Die wollen, dass der Gewalt aus der Revolutionserinnerung verschwindet. Es ist noch ein anderes Beispiel. Revolution in der Liebe. Ich bin mir gespannt, morgen gehe ich in das Schifffahrtsmuseum hier in Kiel und will die Ausstellung hier sehen und ich freue mich sehr auf diese Ausstellung. Ich glaube, als letzter Punkt, um eine Diskussion zu eröffnen, es hat mich sehr gefreut, hier in Kiel bei einer Tagung, ich glaube es war 2015, war es 2016? Frühling 2016 waren wir hier in Kiel, viele Revolutionshistoriker, um zu diskutieren, wie das Jubiläum erinnert worden sein sollte. Wir haben diskutiert, das Buch ist da, die Stunde der Matrosen und die Ausstellung war eine lange Zeit in der Planung. Und in Berlin am Deutsches Historisches Museum haben sie dann entschieden, die wollten keine Sonderausstellung machen zum Thema Revolution 1918. Und ich habe interessante Diskussionen darüber geführt, weil sie hatten eine Sonderausstellung, eine riesen Sonderausstellung, keine Ahnung, was das gekostet hat.
zum 1917, zum russischen Revolution, aber zum deutschen wollten sie nichts machen. Was aus meiner Sicht, vielleicht in Irland geht man mit den Museen anders rum als in Deutschland, aber auch das wäre für uns unmöglich gewesen. Stattdessen gibt es andere Ausstellungen bei den kleinen Museen Berlins. Und eine davon ist das Märkisches Museum. Und im Vergleich zu Kiel, wo das Planung fängt so gut 2 Jahre vorher an. Ich bin im Fachbeirat und das heißt auch nichts, weil sie holen den Fachbeirat nicht zu. Wir treffen zum ersten Mal im August 2018. Wir hatten 100 Tage zu entscheiden, was geht in den Museen in der Ausstellung zum Revolution 1918. Manchmal macht man Fehler, wenn man zu jung ist. Ich hatte einfach weglaufen sollen. Also das war eine Zeitverschwendung. Aber das wird alles von oben entschieden, was da drin ist. Und es ist aus meiner Sicht schade. Weil wir haben in der Revolution der Gründung der Demokratie, wir haben die Gewaltgeschichte, wir haben vieles, was wir heute daraus lernen können. Wir haben viel Fake News, gerufte Beispiele. Was ich heute Abend beschrieben worden habe, die Frage, was war der Wahrheit? Das spricht zu unseren Tagen. Was war der Wahrheit? Wie lanciert man ein Gerücht rum, um ein politisches Gewinn zu machen? Die Vergleiche zwischen der heutigen Republik und der Weimarer Republik sind in vielen Hinsichten sehr, sehr falsch. Es ist einfach viel, viel besser, heute zu leben als damals. Also wir leben in ein tolles Land und ein tolles Europa und wir müssen es auch manchmal sagen müssen. Aber wir haben eine Krise der Wahrheit. Was ist der politische Wahrheit? Was passiert, wenn ein Politiker absichtlich lügt? Politiker haben immer Meinungen in der Welt gebracht, die nicht den kompletten Wahrheiten entsprochen haben. Aber mittlerweile Trump ist ein Beispiel von einem Politiker, der weiß, dass er kann alles sagen, er kann lügen und der Wahrheit zählt nicht mehr. Das ist eine Krise der Wahrheit und das verbindet uns mit der Weimarer Republik. Und es ist schade, dass dieses Jubiläum wird nicht etwas mehr benutzt, das zu betonen, nicht nur wegen seiner Lehre aus der Geschichte, sondern auch für seine Lehre für die Zukunft. Und ich weiß, dass es etwas später angefangen hat heute Abend, aber trotzdem, ich danke Ihnen alle herzlich, dass Sie alle da waren und dass Sie alle zugehört haben und ich hoffe, Sie haben nichts so viel zu meckern wie ich über die Ausstellungen in Berlin. Vielen Dank, meine Damen und Herren.